fliegt alles in den Ecken rum. Was macht der Typ hier den ganzen Tag? Gezielte Bezahlung. Ach so, manchmal funktioniert es ja doch mit dem Kopf nicht gut. Dann sieht's ja aus wie ein Zebra. Wenn. Was machst denn du denn? Oder bei Eisenkahl? Wisst ihr ja, kann man mal machen. Sonst wird es cringe. Wat. Tag 166. 166. 66. 166. Ja. Aber mal hier hoch hin, runtersliden. Warum nicht? Ich könnte mal eine Halfpipe hier bauen. Und Tag, habe ich schon gesagt, ne? Irgendwie sieht das cool aus mit der roten Lampe. Warte mal, ist das hier nicht. Sieht so aus, als wenn es. Da ist nicht gestrichen. Moment. Das kann doch nicht bleiben. Da raste ich aus. Oh, so was von. Das Krasse ist. Hä? Wie spät haben wir's? Ach du Scheiße. Ist schon 22:30. Also heute. Die Folge werdet ihr taufrisch, also hoffentlich richtig noch geschnitten. Ich bin da schon super übermüdet. Weil, ne, neue Technik und so am Start. Und, ich so das Gefühl hab, Scheiße. Und ich hatte dann getestet, gestreamt, mich noch verquatscht und jetzt ist, also, ne. ja, alles harte Arbeit. Und nebenher noch was anderes erledigen und ach, Mann. Kommt so nix. Gefühlt. Doch, aber, ne? Aber. Es ist so langsam der Gedanke. Manchmal denke ich, ach, würde ich doch hier gern noch ein bisschen die Schlagzahl reduzieren. So was weiß ich, alle 2 Tage nur oder noch weniger. Einmal die Woche, so Event am Wochenende. Aber dann weiß ich auch, es gibt Leute. Gucken das. Die erwarten, also die warten schon drauf, nicht die erwarten das. Also können sie ja eh nicht so, ich erwarte, dass du deine Let's Plays da machst, sonst, ne, geht ja nicht. Aber dass das halt schon deren gesehenes Ding ist und das dann einfach so, also es muss ja nicht, es geht ja. Ich stelle mich gerade ein bisschen an und quatsche in der Werkstatt und überlege, irgendwas hat irgendwie, ich wollte ver... Ah, siehst du. Ja, manchmal funktioniert es ja doch mit dem Kopf. Rennen wir hier schon rüber, sollten wir Farbe mitnehmen. Pro Gamer. Ja. Dann streichen wir den Schmuh hier nochmal ordentlich. Und rubbeln erstmal weg und dann hier hoch und dann da dran und dann da drüber. Und da oben wollte ich eine Blume reinstellen. Nichts ist gemacht hier. Warum ist hier nichts gemacht? Warum summt das so komisch? Warum hobelt der Sound so? Ach, und wie geil. Ich habe jetzt hier die Texturen mal höher gedreht. Werdet ihr vielleicht im Ansatz merken. Ich teste, das ist auch gerade eigentlich eine riesen Testaufnahme, ob das alles so, ich muss wieder neu an den Stellschrauben drehen, also der Aufnahmequalität und sonst was. Also Zeug, was ihr gar nicht so mitkriegt, was auch gar nicht zu interessieren hat, was auch aber, ne, was aber hier halt ist. Das sind auch so Zeitfresser. Also mal eben was Neues einbauen geht schnell, aber der Rattenschwanz, der dann die Welt verändert, ne? Ja. Ist auch ein geiler Pornotitel da. Was soll's. So, jetzt hier den Kram, den wollten wir noch verkaufen, oder? Wir müssen nochmal zum Händler. Ich will gerade nicht, weil dann müssen wir die. Eigentlich will ich da erst wieder hin, wenn wir die Quest fertig haben. Das wollte ich noch ins Auto legen, glaube ich. Nee, den Hubschrauber. Wir werden das mit Hubschrauber erledigen. Geht ja. Also, ne, weil wir so viel abfliegen müssen, geht das ja schneller. Ne? Lernt er was. Ja, hier die Fliegerschokolade auch rein und die Kohle. Wir haben ja nichts mehr. Wo ist das ganze Geld hin? Immer dasselbe. Es sieht aus, als wenn es aus der Zukunft gelandet ist, oder? Ja, nee, wir bauen jetzt kleine Pyramiden und die schießen zurück. Ach so, gut. Vielleicht soll ich das ja auch so schwarz malen. Geile Idee. Ja, holen wir nochmal die Farbe. Wir wollten noch eine Topfpflanze holen. Ja, irgendwie, was wollte ich denn da? Wir könnten auch, ich weiß nicht, was pflanzen wir denn da drauf? Hier ist das. Welche Blumen haben wir denn? Habe ich hier schon reingeguckt? Ist doch bestimmt auch wieder der Teufel los. Ah, ne, habe ich schon alles. Ist aktueller Stand. Wo sind die Blumen? Die sind natürlich oben. Mal nach oben rennen. Ich könnte auch alles in diesem Schwarz lackieren. Hier die Innenwände. Wäre das krass? Das wäre dann so Obsidian. Wäre schon krass. Mit scharfem Essen.
Blömsche. Was nehmen wir denn da? Ollen Meister raus? Ah, ne, hier die Azalee. Eine Azalee. Dann jumpen wir noch mal kurz. Ich mag immer noch hier. Also, doch, ich bin sehr zufrieden mit der Wahl hier. Hier ist so ein Mischding. Das ist so, ne, also Kies und das ist so kombiniert. Irgendwas. Also, es sieht trotzdem gut aus. Das Ding können wir auch mal anschließen. Ah, ne, es hat ja noch nicht die Zellen da drin. Könnten wir anschließen bringen. Oh, wie süß die kleine. Jetzt wirkt auch. Ah, jetzt weiß ich auch, warum ich das kleine Ding so mag. Da wirkt der Zwerg daneben gleich viel größer. Verstehst du? Ah, Moment. Ist jetzt auf jede Pyramide so eine Azalee. Ja, total bescheuert. Jetzt geht er da auch. Die hauen mir den. Nein, 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 nein. Ja, 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 ja. Nein, 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 nein. Das lasst ihr mal schön sein hier. Nachdem ich nichts in der Mumpelmaschine habe. Hier, gezielte Bezahlung. Ihr seid auch zu früh dran. Es ist noch gar nicht oder ist heute Wochenende? Ist heute der Tag der Tage? Wo kommt ihr denn schon wieder her? Liegen bleiben. Ist ihm eine Feder aus dem Ohr geflogen? Jetzt hier ein Nahkampfangriff wäre geil. Ach, mal diese Nachladerei. Warum keine. Keine geilen Mumpeln, wollte ich sagen. Also hier Schrotmumpeln. Die Schrotmumpelei. Hauen die mir hier den. Ach, die wollten. Die, na. Ah, nee, ich weiß, was sie wollten. Sie wollten, hell, ich habe ja so ein bisschen eingeparkt und die wollten den gerade hinstellen. Die können es auch nicht haben, wenn man so in den Ecken rumfliegt. Da kommt der Spruch jetzt her. Hier haben wir das Bild. Fliegt alles in den Ecken rum. Nee, aber, ne, wollten die helfen. Und sie können ja nicht, die haben ja so Hände. Warte mal, ich wollte eigentlich einen Screenshot machen. So, hat ein bisschen gedauert. Was wollte ich jetzt? Was wollte ich? Gott, ja, es ist, ich bin übermüdet. Wen wundert's? Und die Pflicht ruft, ich muss die Folge noch aufnehmen für heute. Ich wollte eigentlich schon längst auf Halde produziert haben. Hatte ich jetzt zuletzt, hab mich voll gefreut. Da dachte ich, ah cool, dann machst du da weiter. Und nee, zack, alles. Dann kommt ein Stream dazwischen. Also Stream, ne? Das Geile ist, Stream muss man nicht nachbearbeiten. Es ist halt raus, wie es raus ist. Aber es frisst Zeit, ne? Ich muss auf jeden Fall die Zeit mal regulieren. Und warum ist da nicht angestrichen? Was macht der Typ hier den ganzen Tag? Nein, da holen wir den richtigen Pinsel. Nee, nee, nee. Ja, geschlampt bei der Arbeit. Bauarbeiters, ne? Da unten, da ist ja überall nicht. Warte mal, was ist das denn hier? Achso. Warte mal, ich wollte auch testweise. Ach, überall stehen Autos im Weg. Nee, ist schon geil. Die Einfahrt hier schwarz, aber schwarz, also alles schwarz. Ich würde das dann hier lieber strahlend weiß machen. Oder doch so metallend alles. Metallend finde ich geiler. Und hier ist noch komplett ausformen. Ja, ja. Ach, ich habe ja hier noch ein Projekt. Und hier habe ich ja, habe ich schon, ne? Ja. Ja, warte. Ja, nee. Ja, nee, soll ich das schon zeigen? Soll ich die Überraschung jetzt langsam mal zeigen? Interessiert ihr euch? Wollt ihr überrascht werden? Ich spanne euch auf die Folter, ne? Aber eigentlich auch, weil ich mir denke, vielleicht ist denen ja auch egal. Muss ich ja nicht zeigen. Hat ja keiner gesagt. So, geil, geil, geil. Überraschung. Zeig, zeig, zeig. Aber wenn ich es jetzt so herausfordere, dann wird wahrscheinlich direkt alle so, ja, ja, zeig mal. Ist ja auch nicht so toll. Ich zeig ja gleich, oder? Oder ich spanne euch noch ein bisschen. Vielleicht vergesse ich bis dahin. Was wollte ich jetzt hier oben? Jetzt fange ich hier an, in den Kisten zu räumen. Warum bin ich hochgerannt? Ach so. Warum sind denn die... Ach so, das wirkte so schwarz. Hier schon gestrichen? Nee, doch. Hier schon. Ach, guck. Wie habe ich das denn gemacht? Doch, das habe ich doch... Ich erinnere mich. Aha, nur hier nicht. Nee, 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 Moment. Da ist gestrichen. Hier nicht. Soll ich da den Durchgang... Lass mal den... Nee, den Balken lassen wir. Nee, hier nicht. Ah. Eine Schlamperei. Das Brummen, ne? Hört ihr das? Das wird mir gar nicht in der Aufnahme angezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht hört ihr das ganz leise.
gar keinen Peak. Aber es nervt und es ist da drin. Aber wir haben ja bald Solarstrom. Das wird voll geil. Das lädt dann die Batterien auf. Voll gut. Warte mal, da sind ja die Dinger nicht fertig. Was ist das denn für eine Nummer? Ich kann das jetzt gerade nicht so unfertig sehen. Bevor ich hier den Himmel schwarz streiche. Oder sollen wir unten einfach mal einen Streifen ziehen? Oder? Dann sieht es ja aus wie ein Zebra. Obwohl ich den Stein auch, aber gemütlich ist anders, oder? Weiß ich nicht. Was sagt ihr? Da möchte ich auf euch warten. Soll ich hier schwarz malen? Also in diesem außen kleinen Mini-Pyramide schwarz? Oder? Nee. Obwohl Entscheidung gerade dagegen gefallen ist. So ungemütlich. Also schwarz. Der Turm so ist geil, aber... Hier die, also ich mag dann eher Textur. So einfarbig finde ich immer so. Hm. So geht so, ne? Oder man hier so... Hm. Interessant, der... Der produziert eine Spiegelung. Ach. Aus der Textur, seht ihr das? Interessant. Gut, als Türrahmen geht so. Geht so. Aber könnte man hier hinter machen, dass das aussieht wie eine Tafel? Warte mal, es gab doch Schultafellack. Den suche ich mal eben. Ach nee, wo? Wie? Was? Wo? Moment. Da. Hier, wie eine Schultafel. Kann man machen, ne? So eine. Ja. Das wäre geil, wenn die das einführt. Also, dass man da ein Schild quasi dran baut und dass es mit Schultafellack automatisch Kreide wird. Aber das sind so Wünsche fürs nächste Jahrtausend, wenn sie das spielen. Irgendwann. Ne? Wenn. Das fertig machen. Werden wir sehen. Werden wir uns überraschen lassen, ne? Ach so, apropos Überraschung. Aber vielleicht überrasche ich euch das später mit. Nee, das war der Pinsel. Okay, Ich gehe mal einfach wieder eine Runde. Orgaron. Aber wie lange ich brauche, muss wieder Ressourcen sammeln. Ich habe gesehen, die Ressourcen werden so knapp. Da muss man was gegen tun. Oh, nö. Schon wieder? Immer noch. Was will denn der Typ hier immer? Er will echt immer vom Himmel schießen. Das ist ja geil, wenn das ginge. Und der dann so mit einer brennenden Fahne dann da gegen den Erdboden kracht. Und dann kommt er nie wieder. Fände ich lustig. Wenn ich sage, nee, dann auch nicht mehr. Dass man den quasi abschalten kann. Also ausschalten, also im wahrsten Sinne, ne? Oh, warte mal, da könnte ich da die Dinger noch fertig klopfen. Ah ne, da kommen wir jetzt nicht hoch. Komm, das mache ich. Das ist mir so ein. Ach, ich habe keinen Bock, aber ich will das fertig haben da oben. Warte mal. Wo sind die? Da. Die Magnum liegt hier noch rum. Die packen wir auch noch ins Hubi, ins Heli-Gerät. Rein tun, machen. Ja, mach. So. Langsam. Kriege ich es ja hin, ne? So langsam. Was hängt denn da? Was ist denn da passiert? Ach, das sind die Reste vom Zusammenbruch, ne? Da muss ich, glaube ich, nochmal stützen. Oder? Oh, ich habe Angst, wenn ich das wegrupfe, dass mir das wegbricht. Soll man das riskieren? Oder kann man das... Ach, ich kann jetzt das... Jetzt habe ich die Farbe weggepackt, ne? Ich bin ja so... So gut. Ja. Nee, ich halte es mit mir gerade auch nicht aus. Also, ich bin auch müde. Ich will eigentlich schlafen. Aber ich muss den Scheiß ja gleich noch schneiden. Gerade ist es, also wenn ich so müde werde, ist das alles so, wird alles so anstrengend. Müdigkeit ist überhaupt nicht gut. Ausschlafen. Ausgeschlafen machen, das ist gut. Müdigkeit nicht gut. Warum mich jetzt hier oben? Hier ist ja nix. Ich wollte Farbe holen. Ich bin Knattergeräusch begatten. Nochmal hoch. Ja, gehen wir hier jetzt. Dann haben wir es ja gleich, ne? Hast es mal gleich. Hast es mal. Kriegst es mal. Was machst du den ganzen Tag? Hallo. Oh, und ich muss dann nachher nochmal hoch, um die wieder einzusammeln.
von oben nach unten. Kann ich das Ding anstreichen? Geht natürlich nicht. Den Klapphüpfel muss man da, den musst du da. Ah, da musst du da erstmal drankommen, das ist der Witz. Ah, nee, ja, schon verstanden. So, jetzt sind wir voll unter der Decke. Wo bist du? Okay. Brummt schon wieder. Brummt so. So, jetzt kann ich natürlich da auf die Seite nicht gucken. Da müssen wir auch nochmal hin. Mann, wer hat das denn geplant, so ein Scheiß? Baut denn sowas? Hätte ich mir das mal vorüberlegt. Aber ist ja so nicht. Geht ja auch nicht. Geht ja nicht alles so. Geht ja nicht alles, wie ich will. Warum geht nicht mal einfach alles, wie ich will? Warum hören nicht einfach mal alle auf mich? So, und jetzt tanzen. nee. Warte mal. Nee. Moment. Wie? Nee. Hier. Nee. Doch. Da. Hoppeli hopp und ja, mach doch. Das wollte ich haben. Die sind lackiert und die? Da außen ist nicht. Ich hab's geahnt. Ist schon hoch, wenn man hier so hoch guckt. Weißt du, so manchmal wird die Pyramide voll klein, aber das ist die Perspektive. Ne? Der Schein trügt. Das Thema hatten wir auch schon mal. Der Schein. Das Schwein lügt. Ja, da gibt's auch so. Das ist auch, sagt man ja so. Der Wein trübt. Ne? Oder schmeckt nach Kork. Oder der Leinen fügt sich. Ne? Fügt sich ja. Passiert ja schon mal. Wenn sich. Ne? Muss ich es erklären? Könnt ihr kein Deutsch? Was machst denn du denn? Da haben wir jetzt alle Seiten. Haben wir hier schon? Wahrscheinlich nicht. Ja, hier wie so ein Affe über den Schrank geklettert, anstatt sich mal eine Leiter zu holen. Warte mal, da könnte ich aber von. Nee, kann ich nicht von da oben. Da muss ich dann ran. Muss ich da wieder ran? Ja, ja. Der hält darauf nicht. Jetzt liegt da heute. Nee, da steht was drauf auf der Kiste. Okay. Und das Schlimme ist, heute muss ich. Jetzt falle ich da runter und bricht er sich die Beine, ne? Arsch. Wollte ich eigentlich streamen? Da mache ich wieder live Let's Play. Mach ich mir einfach. Einfach, weil ich nicht hinterherkomme. Ja. Ja, ja. Kann man machen. Gucken ja auch nicht alle zu. So, ne? Also, das ist. Spoiler ich nicht zu sehr. Versuchen wir nochmal. Das mache ich. Obwohl er schon sehr lazy ist, muss ich sagen. Aber es ist auch lustig. Es ist halt was anderes. Kann man mal machen. Also kann man auch. Weiß nicht. Wie gut das klappt. Nee, ich will da nicht noch einen Haufen hinmachen, weil den muss ich auch wegräumen. Ich muss so oder so hier einmal rumrennen wie ein Depp. Langsam sind wir richtig flott auf der Treppe. So. Training hat gewirkt. Warte mal. Das ist einfacher, wenn ich von hier raus. Hm. Jetzt nimm doch den Ball aus der Hand. Aus dem Gesicht. Er ist hier an der Schräge, wurde ich abgestriffen. War der Stein auf Streife. Nee, ihr müsst mir ja nicht zuhören, ich zwinge euch ja nicht. Das ist ja mein Problem. Natürlich muss ich da hinten in der hintersten Ecke komme ich natürlich jetzt so einfach nicht ran, ne? Na klar, ich stehe ja scheiß Auto auch im Weg. Ja, komm. Malen wir auf Entfernung. Hier auf der Treppe geht aber, oder? Hier, da, komm, da, nein, da, 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 okay, da. Reicht das? Ja, vielleicht. Langsam reicht's auch. Oh nee, da bin ich zu weit weg. Gleich schubst du mich wieder. Nimm doch das Ding in die Hand. So. Hätte ich mich auch da auf das Ding stellen können. Hm. Da ist aber. Ist das lackiert? Naja, wer weiß. Ist auch egal. Jetzt
fällt mir nichts weiter. Also, solange man es nicht sieht, so genau gegen Ende fängt das Fuschen an, aber so richtig. Warte mal, ich wollte schon mal die eine Sache anfangen. Das Ding wird ja getragen, aber ich habe Angst, dass... Ich würde gerne noch mehr Querbalken ziehen. Ja, ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Oh, ich weiß, wie ich das mache. Oh, ja, warte mal, wo gibt's weiß nicht, was ich in dem Schrank wollte. Ich habe doch die Bühne gesehen, ne? Und diese Trägerteile. Also hier, das sind ja die großen, aber die von der Bühne. Wo gibt's die? Warte mal, sind die mit bei hier in dem... Ich habe jetzt gerade echt das unbändige Gefühl, mich schlafen zu legen. Ich konnte mir nicht vorstellen, eine tägliche Show zu haben. Jetzt habe ich das, ohne das zu merken. So, huch. Wo kommt das denn her? So, weißt du? Weißt du, was ich meine? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich das so machen kann. Und jetzt mache ich das einfach. Ist keine Late Night, aber ne? Aber, also im Prinzip ja schon. Manche gucken sich das ja wahrscheinlich mitten in der Nacht an. Ach, ich bin schon... ich bin verpeilt. Ah, das sind nur Holzsachen. Ja, okay. Ja. Hier ist bestimmt dabei. Natürlich nicht. Ja, jetzt stecke ich euch mit dem Gähnen wahrscheinlich an. So, egal. Wo sind denn die Bauteile von dem Verdui? Da sind sie bestimmt bei. Weil hier nicht so... Warte, was sind die hier noch dabei? Da sind wir dabei. Nee, singt schon wieder. Nee, ihr seid auch nicht bei. Ich hätte die gern. Wo sind die? Hallo, jetzt. Träger. Ah, da bräuchte ich die Verdui-Teile. Da haben wir gar nicht die Kohle für. Ach, ich weiß, was braucht man denn dafür noch? Die können wir gerade gar nicht bauen. Ich rast aus. Was der Scheiß fehlt. Ich rast aus. Ich rast einfach nur aus. Ich kann ausrasten und keiner versteht mich. Alle denken so nur an ihr eigenes Wohl. Ich auch. Aber muss ja, ne? Sonst macht's ja keiner. Hier trägt keiner den Hintern nach. Warum ist das Licht nicht mehr an? Ist der Strom schon alle? Oh, Häutchen. Oh, oh. Aber hier brummt und summt dann noch alles. Weil ich oben den Schalter ausgemacht habe, kann ja nicht sein. Oh, Pilze. Wir brauchen definitiv die Solarpanel. Und ich habe das Gefühl, eine Bank wird da nicht reichen, oder? Na, wir werden sehen. Obwohl, hat jetzt 3, 4, 5 Tage gehalten. Also schon lange, der Generator. Nach meinem Ermessen, vielleicht sollten wir oben echt ja einsparen, das Licht auf jeden Fall. Wird schon wieder duster. Jetzt ist der Tag schon rum. Hab nichts geschafft. Doch, wir haben Fitzelarbeit hier erledigt. Also Fußleisten angebracht quasi. Also, ne? So. Vielleicht sollte ich auch einen Schalter machen für die Positionslichter. Und die Außenbeleuchtung. Spart man Strom, aber läuft ja dann trotzdem. Nee, komm, ist egal. Genau, Positionslichter müssen ja immer an sein, oder? Ah, ist auch egal. Was jetzt? Was war jetzt der Plan? Ich hab's vergessen. Ah ja, hier die Dinger. Ah, können wir nicht. Nee, dann bereite ich. Ich wollte noch ein bisschen bohren. Einfach mal ein bisschen bohren. Einfach mal bohren. Einfach mal anfangen hier mit der Nummer. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ich hab da ja einen Plan. Aber Moment. Klappt das überhaupt so, wie ich mir denke? Rhetorisch schon. Ne? Also theoretisch. Was ist das für eine Nummer? Wir können unten eigentlich mal eben Eisen sammeln, damit wir gleich die Verdui-Parts machen können, genau. Oh, hast die Schulter auf. Nein, geh doch einfach rum. Ich werde schon wieder nervös, ich werde schon wieder hibbelig. Was ist denn hier passiert? Wer baut denn hier so tiefe Löcher? Moment mal. So, dann rubbeln wir mal hier die Wand weg. Warum ist denn plötzlich hier so ein Loch? Hab ich nicht zu Ende gegraben? Was macht denn so? Wer ist denn so nachlässig? Unfassbar. So, jetzt hier nochmal hochögeln. Halt, und einen Kaffee trinken. Kaffee boostet mich. Also beim Bohren. Hm.
wenn ich... Ich sag nichts. Ihr denkt gerade schon sehr zweideutig, ohne dass ich was sage. Das ist das Internet. Das hat das Internet aus uns gemacht. Dreideutig denkende, lüsterne, kichernde, kleine Kinder kichernde, gackernde Menschen. So, ja, aber so ist das dann halt. Kann ich auch mitleben. Wie viel Prozent mehr gibt der Kaffee mir eigentlich? Das war irgendwie 5% mehr, oder? Mehr. Ich sollte auch eine neue Wand direkt einziehen. Ich bohre hier so fröhlich an der Wand lang. Immer an der Wand lang. Ich guck mal eben, weil mich das interessiert und ich euch noch weiter auf die Folter spanne. 10% mehr, wenn ich von Kaffee geboostet bin. Das ist natürlich... Also 10% ist schon eine Ansage. Und ich trage ja so schon irgendwie, wenn du 100 abträgst, 10 mehr. Oh, das rechnet sich aber auf... Also hochgerechnet hier ist das... Das ist ja richtig viel dann. Das knallt voll rein. Ja, rechne das mal hoch. Ne? Am einzelnen Block wirkt das nicht viel, aber wenn du 10 Blöcke machst, hast du schon einen für umsonst. Und dann... Man trägt ja nicht nur 10 ab. Und so, was weiß ich, machst du 100 Felder? Hast du schon 10 für immer. Voll gut, warum ist das jetzt so duster? Tja, Kaffee ist auch alle... Werfe ich das Eis mal kurz in die Büchse, wollte schon sagen. Es nervt mich, dass das hier so ein halbfertiger Weg ist. Na ja, komm, dann ziehen wir das noch durch hier. Komm. So, und was das hier ist, habt ihr euch bestimmt gefragt. Ne? Das ist die... Das Fundament, womit es angefangen hat. Ja. Haben ja, also ne, die Idee ist nicht neu. Das haben andere auch schon gemacht, ihre Zuschauer verewigt. Aber ich habe hier jetzt erstmal alle genommen, alle, die kommentiert haben. Ich habe ja nicht alle Namen. Manche kommentieren ja auch nicht, die wollen nicht schreiben. Ne, dann kommen die auch nicht auf die Wand. Aber ist auch okay, manche wollen ja auch nicht. Aber... Also ich sollte mal die Kamera vielleicht auch mal ruhig halten. Vielleicht auch mal leisen. Wir schwenken das mal so ab. Mach mal ohne Penisbohrer in der Hand. So. Kann man das so machen? Ja. Dann so. Jetzt bei Tag machen sollen. That's what she said. Naja. Und ich muss trotzdem erwähnen, die... Die Klinkerwand mag ich sehr. Ich könnte das ja auch als Abspannen machen, oder? Obwohl, muss ich noch, wenn das Loch tiefer ist. Das klingt falscher als gedacht. Oh, da kann man unten gar nicht lesen. Da steht auch noch was. Ja, da ist das Loch nicht tief genug für... Verdammt. Da stehen aber noch mehr da unten. Könnt ihr euch lesen? Soll ich runtergehen? Ich komme da nicht mehr hoch. Also wenn er runtergeht, kommt er nicht mehr hoch. Was mache ich denn da? Sollen wir uns noch schnell bohren? Ja, da unten die Namen. Habt ihr die lesen können? Da steht noch was. Ja... Ja, nee, alle fleißigen Bienchen habe ich hier verewigt. Versteht ihr? Und das werden mehr. Und es ist nur auf der Seite. Und alle nur, die kommentiert haben, ne? Ich guck später noch unten. Also, oder? Nee, das gehört ja jetzt eigentlich zur Vollständigkeit. Ich gehe ja schon runter. Das ist irgendwie unhöflich, wenn ich das jetzt nicht mache. Hier stehen bis zum letzten... Oh, jetzt ist es aber richtig duster. Was haben die mit dem Spiel gemacht? Ich gehe nochmal zurück, damit man es lesen kann. Also in Leserichtung hier so. So. Und alle, die jetzt noch dabei sind, das sind ja auch ne, alle Kommentare von YouTube. Außer hier, Skelettrabe. Der ist, ich weiß gar nicht, der hat nicht kombiniert. Aber viel, also kommentiert. Aber halt, so jetzt haben wir alle. Ne?
aber schon einen weiten Weg auf Twitch mitgemacht. Da dachte ich, Gott, ja. Und hier fehlen ja jetzt auch neue. Also jetzt müsste ich der Vollständigkeit halber auch alle von Twitch, da habe ich ja alle Namen, aber da raste ich ja total aus. Könnte man im Stream machen. Das ist einfach, wie komme ich jetzt hier raus? Jetzt habe ich das Heu auch nicht mehr dabei, ne? Natürlich nicht. Warum? Was willst du mit Heu? Wie mache ich das jetzt? Hier einmal springen, hier einmal springen. Da einmal, jetzt hier, komm, spring. Junge, tu was. Hier einmal springen. Oh, könnte aber gehen. Nee, man kann so eine Kante bohren, aber da geht er dann nicht raus. Aber geht. Ja, getrickst. Aber sieht geil aus. Ich mag den Klinker. Wenn es den nochmal in schön, also den sollen sie behalten, der ist super. Der ist halt wirklich so Kellerklinker, Untergrund und schön. Oder halt, ne, so ein olles Haus halt. Aber den ohne diesen Speis, der ist ja total veruscht da dran. Also total, also ein bisschen, also es muss nicht akkurat sein. Schon ein bisschen auch hingeschlunzt, aber für Häuser. Da sind zu viele weiße Flecken. Da muss eine Alternative her. Und die anderen sehen alle so aus. Die sehen so, Naja. Die Pimp Boys. Ja, aber das war die kleine Überraschung. Der Gedanke war, ich schwenke nochmal langsam und nochmal rum. Und man kann gar nicht alles lesen. Das muss ich auch noch beleuchten. Jetzt habe ich die Überraschung, ja. Das wäre viel geiler, wenn ich hier die Lampen angeschaltet hätte und man sieht hier alles plötzlich. Das machen wir noch. Es wächst ja. Ich glaube, das ist so als Überraschung, das geht ja nicht in einem Ding. Aber, so halt. Ja, so sieht's aus. Und alle Twitch-Begleitenden wäre hardcore, die da dran zu schreiben. Es wäre sowieso, also... Das ist jetzt erstmal die YouTube-Zeit, die eigentlich gerade da alles... Also ich trainiere nochmal ein bisschen so zum Anstoß gebracht habe seitdem. Jack Fleischhammer, den ich jetzt hier nicht dran geschrieben habe, aber der hat auch bei mir nicht kommentiert. So, das war die Regel. Soll ich eigentlich auch noch dran schreiben. Oh je. Notiz an mich. Ach, eigentlich müssten ja alle hier dran geschrieben sein, ne? Die das Fundament bilden. Und wie gesagt, ich weiß, die Idee ist nicht neu. Das machen viele. Ich habe das bei vielen gesehen und ich finde die Idee schön. Ich denke mir immer, ach, ist doch nett eigentlich, weil es stimmt, ne? Also ihr seid, und ich habe ja auch, und ich habe es gemacht, weil ich dann dachte, guck mal, ihr seid doch ein Teil, wo ich gescherzt und gefeixt habe, ihr seid ein Teil der Pyramide geworden. Jetzt seid ihr es. Also die kommentiert haben. Und wer noch will, ne? Ich glaube, das machen wir. Ja, werde ich immer wieder nacharbeiten. Also ich werde auch hier weiter, deswegen ziehe ich die Mauer auch weiter rum. Ne? Ich muss eh hier Ressourcen abtragen. Dann machen wir die Namen hier weiter. Das ist jetzt so the first batch. Ne? Also der erste Rutsch der ersten 167 Folgen. Und dann werde ich hier weitermachen und gucken, wie wir es machen. Dann werden wir mal gucken, wie wir es so richtig, richtig gut machen, ne? Aber ist nicht wieder zweideutig. Nee, alles gut. Ich gehe hoch. Das war so ein Verlegenheitsbohrer. Ja. Ja. Nee, ich finde das schön. Ich finde das ist so... Ach. kann man doch machen. Ist ja... Okay, ist schon Arbeit. Also, aber jetzt nicht so, dass ich dran kaputt gehe. Hat Spaß gemacht. Also, zeitaufwendig, ne? Ich dachte, ach komm, das machst du mal eben so in einer halben Stunde. Wie oft muss ich die Zeit zurückstellen? Ich glaube, ich sag's nicht. Ein paar Mal. Aber ich hab's gern gemacht, wie gesagt. Sonst hätte ich gesagt, nee, komm, scheiß drauf, reiß ab, ne? Also, Eisen, oder bei Eisenkahl. Aber ne, das ist die kleine Überraschung, die kleine. Dass ihr, und das wisst ihr ja auch so, dass ihr dabei seid, ist ja nichts Neues. Wisst ihr ja, was ihr hier macht. Ihr wisst ja, dass ihr da seid, also hier dabei seid. Also was soll das, was erzählt der Mann schon wieder? Ja komm, bleib mal easy und geschmeidig. Sonst wird es cringe, du Keck. Ja, lol. Ich brauche bald neues Holz. Das holen wir jetzt auch. Oder? Komm.
Und dann bohre ich, nicht nee, bohre, und dann bohre, dann, und wir haben schon 2 Uhr im Game. Dann bohre ich hier. Nee, das machen wir als nächstes Projekt. Nee, da hätte ich gern diese Eisendinger. Weil ich will nochmal ein Gerüst drumherum, den Turm seitlich verstärken, hier an die Dings anflanschen. Einfach nur als Sicherheit. Der ist jetzt natürlich hier überall verbunden. Aber ich habe Angst, dass das Holz nicht trägt. Der ist da quer verbunden mit nur 2 Streben. Die müssten eigentlich reichen, weil die Stahldinger, obwohl vom Gewicht her nicht, ne? Hier, das hat ja auch alles Gewicht und Masse. Ich dachte gerade, haben sie bestimmt nicht eingebaut, aber ich war es dann viel mehr ein. Oh doch, haben sie. Masse, Gewicht, Dings, das hängt dann da. Also das darf nicht schwebend werden. Ich muss mal gucken. Oder würde ich hier gern hier so eben noch so ein Seitengerüst. Das schön machen und schön werden. Mir fehlt gerade die Luft dafür für schön, schön, schön. Schön machen. Okay, so, ich bin so fertig. So, warte mal jetzt. Ich renn verpeilt hin und her und wollte eigentlich nur ein Bäumchen fällen. Ah ja, der Sound beruhigt. Geht so. Lauf schneller. So viele Bäume.